القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Sie haben ihn nicht gekreuzigt. Sie haben ihn nicht getötet. Das ist ein anderer, der getötet wurde. Nicht Isa a.s. Und Isa a.s. wird zurückkehren. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, es gibt keinen von den Christen, die nicht an Isa glauben werden, bevor er sterben wird. Niemand von den Christen hat eine andere Wahl, außer dass er an Isa glauben wird, wenn er Isa wieder zurückkommen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung, والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. Der Gesandte Allahs alaihi salam sagt, Isa, die Zeit, dass Isa alaihi salam zurückkehren wird, ist sehr nah. Er wird zurückkehren. Und er wird das Kreuz brechen. Das Schwein töten. Wann kehrt Isa alaihi salam? Was sind die Zeichen, bevor Isa zurückkehrt? Wann ist diese Zeit? Bevor Isa a.s. zurückkehrt, wird die Welt sich in einer Situation befinden, in der überall Ungerechtigkeit herrscht. Ungerechtigkeit an jedem Ort. Mehr als diese Ungerechtigkeit, in der wir jetzt leben. Zur Zeit fühlen wir Ungerechtigkeiten. Alleine, dass du ein Muslim bist, wirst du schon anders behandelt als ein anderer Mensch. Das ist ungerechtig. Alleine, dass du ein Bart trägst, wirst du anders behandelt als irgendein anderer Mensch. Alleine, dass eine Frau einen Schleier trägt, wird sie anders behandelt als irgendeine andere Frau. Alleine, dass du Muhammad heißt und in ein Flugzeug fliegst, wirst du angeklopft, als wärst du ein sonst jemand. Ungerechtigkeit überall auf der Welt. Aber in der Zeit, wo Isa kommt, wird es noch Ungerechtigkeit geben, mehr als jetzt. In dieser Zeit, in der diese Ungerechtigkeit überall auf dieser Welt vorhanden ist, kommt ein Mann aus der Al-Madina raus. Sein Name ist wie der Name des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Name seines Vaters ist wie der Name des Vaters des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er heißt Muhammad ibn Abdullah. Muhammad, der Sohn von Abdullah. Dieser Mann kommt von der Al-Madina, flüchtet von der Al-Madina nach Mekka. Dort erkennen ihn die Menschen. Sie erkennen ihn, dass dieser Mann der Mahdi ist. Der Mann, der diese Umma führen wird. Sie huldigen ihn. 300 Mann huldigen ihn. Anschließend, nach dieser Zeit, wird dieser Mann von vielen Ländern bekämpft. Und die Ersten, die ihn bekämpfen, sind Muslime. Muslimische Armeen bekämpfen diesen Mann. 7 oder 8 oder 9 Jahre wird überall auf dieser Welt Krieg herrschen. Nach dieser Zeit kommt ein anderer Mann aus Persien raus. Aus einem Ort namens Asfahan, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat. Dieser Ort befindet sich in Persien, in Iran. Da kommt ein Mann raus. Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesen Mann die Möglichkeit, Wunder zu verrichten, mit Hilfe Allahs. Doch dieser Mann ist kein Gläubiger. Dieser Mann ist ein Ungläubiger. An seinen Stirn
steht Kafara, Kafir. Und jeder Muslim kann das lesen. Jeder Muslim, auch die Analphabeten können das lesen, dass auf seinen Stirn Kafir, Ungläubig steht. Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesem Mann die Möglichkeit, Wunder zu verrichten. Er befiehlt den Himmel zu regnen und es kommt Wasser runter. Sogar die Schätze in den Ruinen laufen hinter diesem Mann her. Er umkreist die ganze Welt innerhalb von 40 Tagen. Die Weggefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagen, O Gesandter Allahs, wie lange bleibt dieser Mann auf dieser Welt? Er sagt 40 Tage. Ein Tag so lang wie ein Jahr. Und ein Tag so lang wie ein Monat. Ein Tag so lang wie eine Woche. Und die restlichen Tage so wie alle Tage. Er überquert die ganze Welt in dieser Zeit. Und nachdem er vor der Al-Madina steht, er versucht die Al-Madina zu betreten. Doch kann er nicht. Weil die Al-Madina von den Engeln beschützt wird. Also lagert er ungefähr 3 Kilometer entfernt von der Al-Madina. Anschließend schlägt er 3-mal mit seinem Fuß auf den Boden. Die Madina wackelt und bebt. Und aus der Al-Madina kommen die Heuchler raus. Und meistens sind das nur Frauen. Kommen die Heuchler raus und schließen sich ihnen an. Er bekämpft die Muslime. Und in dieser Zeit ist der Mahdi noch vorhanden. Doch der Mahdi kann ihn nicht besiegen, kann ihn nicht bekämpfen, weil er so viele Nachkommen hat. Ihn schließen sich sehr viele Araber an. Sehr viele Muslime, sehr viele Türken, sehr viele Christen, sehr viele Juden. Verschiedene Nationen schließen sich diesen falschen Messias, Al-Awar al-Dajjal, an. Und in dieser Zeit kommt er, nachdem er nicht die Al-Madina betreten kann, kommt er und läuft Richtung Palästin, um dort die Muslime zu bekämpfen. Und in Palästin wird sich der Khalifatstaat befinden in dieser Zeit. Nachdem dieser Mahdi sich auf den Weg macht, kommt in dieser Zeit Isa a.s. wieder runter. Wo kommt Isa a.s.? In welchen Ort kommt Isa a.s. runter? In Syrien. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Ort beschrieben hat. An der Manarat al-Bayda. Fil Masjid al-Umawi. In der Moschee al-Umawi. In Syrien. Kommt Isa a.s. kurz vorm Fajr-Gebet. Er kommt runter. Seine Locken sind nass, als hätte er gerade geduscht. Die Muslime erkennen ihn sofort. Sie wissen, es ist Isa a.s. Sie sagen zu ihm, oh Gesandter Allahs, komm und bete vor. Da sagt er, nein, euer Imam ist einer von euch und betet hinter den Mahdi. Er betet, nehmen die Muslime unser Gebet und er liest unser Koran und er verhält sich nach der Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kommt nicht mit einer neuen Religion. Er kommt nicht mit einer neuen Religion, sondern übernimmt die Religion des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anschließend, nachdem er das Gebet verrichtet, das erste, was er macht, er geht mit den Gläubigen Richtung Palästin, um den falschen Messias, um den Awar al-Dajjal zu bekämpfen und zu bekriegen. Dort, vor einem Ort in Palästin, einem Dorf namens Babulud, bekämpft er und tötet er den falschen Messias. Anschließend kehrt er zurück. Er kehrt zurück und die Christen sehen ihn. Und sie erkennen ihn und wissen, es ist Isa, Jesus, der Sohn Maria, Isa ibn Maryam. Und er bricht vor ihren Augen das Kreuz, tötet das Schwein. Warum? Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass eure Ideologie, dass ich der Sohn Gottes bin oder dass ich Gott wäre und nicht kein Prophet bin, das ist nicht von meiner Ideologie.
nicht von meiner Religion. Deswegen zerbricht er das Kreuz und tötet das Schwein. Warum? Er möchte ihnen sagen, dass nicht er es erlaubt hat, das Schwein zu essen. Und dass das nicht von seiner Religion ist. Anschließend verstirbt der Mahdi. Und Isa a.s. übernimmt die Führung dieser Nation. Er führt diese Nation. Und in seiner Zeit macht Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen wahr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى macht sein Versprechen wahr in der Zeit von Isa عليه السلام, indem der Islam sich überall ausbreitet. Auf der ganzen Welt wird nur der Islam sein. Der Gesandte Allahs عليه السلام sagte einmal in einer Überlieferung, لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. Das heißt, diese Religion wird dort zu sehen sein, wo der Tag und die Nacht zu sehen ist. Überall. Wo der Tag und die Nacht zu sehen wird, dort wird auch der Islam zu sehen sein. In der Zeit von Isa alayhi salam wird Frieden herrschen. Und der Zeit von Isa alayhi salam wird Gerechtigkeit herrschen. Frieden unter den Menschen. Unter allen Menschen. Frieden sogar zwischen die Tiere und den Menschen. Frieden zwischen die Tiere untereinander. Frieden zwischen Menschen und Tiere. Du wirst sehen, dass der Löwe neben einem Menschen steht und ihn nicht angreift. Du wirst sehen, dass die Kinder mit den Schlangen spielen und ihnen wird nichts passieren. Frieden zwischen den Menschen und den Tieren. Und nicht nur in der Zeit von Isa a.s. werden die Menschen in ein wundervolles Leben führen. Finanziell wird es ihnen sehr gut gehen. Sogar die Früchte werden gesegnet. Ein Granatapfel wird so groß, dass sie für eine Gruppe von Männern ausreicht und sie werden davon satt. Und sie wird so groß, dass sogar die Schale einer Granatapfel man damit beschämen kann. In der Zeit von Isa a.s. werden die Menschen sich nur noch mit der Religion beschäftigen. Sie werden das Gebet lieben. Das Gebet werden sie lieben. Sogar eine Niederwerfung für Allah ist für sie mehr wert als die ganze Welt. Warum? Weil sie sicher sein werden, nachdem sie diese Wunder gesehen haben in der Zeit von Isa. Sie werden sicher sein, dass die Stunde der Auferstehung bald sein wird. Sie werden sicher sein, bald ist es soweit, bald werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Deswegen sagte der Gesandte Allahs in einer Überlieferung, ma ajmal al-aish fi ahdi Isa alayhi salam. Er sagte, wie schön das Leben in der Zeit von Isa alayhi salam sein wird. Es wird ein schönes Leben sein. Isa alayhi salam bleibt ungefähr 7 Jahre auf dieser Welt. Anschließend. Und er wird auch in dieser Zeit heiraten und bekommt Kinder. Anschließend geht er und verrichtet seine Pilgerfahrt und seine Umrah, so wie die Muslime sie verrichten, und stirbt in der Al-Madina. Und er stirbt in der Al-Madina und er wird neben dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine 2 Weggefährten begraben in der Al-Madina. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Zeit geben, dass wir Isa sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Zeit geben, dass wir die Hände von Isa küssen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Zeit geben, dass wir Isa umarmen und an seiner Seite stehen.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله